Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit Mutility. Heute widmen wir uns dem ersten deutschen Schiff im Spiel, der einsamen Königin des Nordens, der Tirpitz. Bevor wir uns das Schiff im Spiel ansehen, ein kurzer Überblick über die Geschichte des Biests. Die Tirpitz lief am 1. April 1939 vom Stapel und wurde am 25. Februar 1941 in Dienst gestellt. Mit einer Länge von 251 Metern, 36 Metern Breite und einer Verdrängung von rund 50.000 Tonnen war sie damit eines der größten Schlachtschiffe weltweit und das größte deutsche Schlachtschiff aller Zeiten. Benannt wurde die Tirpitz nach Großadmiral Alfred Peter Friedrich Tirpitz, dem Begründer der deutschen kaiserlichen Marine und war das Schwesterschiff der legendären Bismarck, welche am 27. Mai 1941 auf ihrer ersten und einzigen Feindfahrt der Operation Rheinübung im Atlantik versank. Als Schiff eben jener Bismarck-Klasse war sie ausgestattet mit vier Türmen: Anton, Bruno, Cäsar und Dora, welche jeweils mit zwei 38 cm L-47 Geschützen bestückt wurden. Außerdem besaß die Tirpitz weitere 12 15 cm L-55 Geschütze für die Nahbereichsabwehr und wir reden hier im Original von bis zu 23 km Reichweite. Und anders als die Bismarck wurden später noch zwei Vierlings-Torpedowerfer hinzugefügt. Geschützt wurde die Tirpitz von einem bis zu 320 mm starken, aus zementierten und geschweißtem Kruppstahl bestehenden Panzergürtel und konnte dank ihrer über 163.000 PS Leistung eine Höchstgeschwindigkeit von 30,8 Knoten oder 57 km pro Stunde erreichen und blieb dennoch sehr manövrierfähig. Anders als die Bismarck wurde die Tirpitz, anstatt ebenfalls einen Durchbruch in den Atlantik zu wagen, im Februar 1942 nach Norwegen verlegt, um dort eine eventuelle britische Invasion zu verhindern und um alliierte Geleitzüge nach Murmansk zu stören. Durch ihre schiere Größe und die gute Seeaufklärung der Alliierten hatte die Tirpitz zwar nie Feindberührung, ihre bloße Anwesenheit jedoch zwang die Royal Navy, viele schwere Einheiten zur Sicherung ihrer Geleitzüge abzustellen und ständig auf die Gefahr des Auslaufens hin zu reagieren. Somit band die Tirpitz weit mehr Schiffe und war damit erfolgreicher bei der Schädigung der alliierten Nachschublinien als ihr Schwesterschiff Bismarck. Der britische Premierminister Winston Churchill befahl, das Biest, wie er die Tirpitz nannte, müsse unter allen Umständen versenkt werden, da sie wie ein Stachel im Pelz der Alliierten saß. Nach mehreren gescheiterten Luftangriffen und dem Einsatz von Mini-U-Booten, welche Seeminen unter dem Rumpf der Tirpitz anbrachten, wurde die Tirpitz bereits mehrfach teilweise stark beschädigt. Am 12. November 1944 griffen 32 Lancaster-Bomber der britischen Royal Air Force die Tirpitz an und warfen insgesamt 29 Tallboy-Bomben ab. Zwei dieser 12.000 Pfund schweren Tallboy-Bomben, dazu entworfen Bunkeranlagen zu zerstören, trafen das Schiff und es kam zu einer Explosion, welche Turm Cäsar vom Rumpf trennte und kurz darauf kenterte die einsame Königin des Nordens und das Wrack steht heute unter Denkmalschutz. Das war's erstmal zur Geschichte der einsamen Königin des Nordens und wir werfen einen Blick auf die aktuelle Tirpitz, wie sie derzeit im Spiel enthalten ist. Wann genau sie im Premium-Shop einläuft und sie käuflich erwerbbar ist, ist mir nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich diese Woche, wenn nicht sogar schon heute. Die Tirpitz ist ein Stufe 8 Premium-Schlachtschiff der Bismarck-Klasse und die Bismarck, wie wir wissen, wird ja in den deutschen Baum kommen, welcher derzeit noch nicht im Spiel ist, aber für Oktober angekündigt ist. Dank des Premium-Status kriegen wir nicht nur bei jeder Schlacht mehr Credits nach Hause, sondern wir können auch rein theoretisch jeden deutschen Kapitän hier einbauen, um diesen fortzubilden. Allerdings, außer Mangelung des Forschungsbaumes, ist dies noch nicht möglich. Die Tirpitz kommt mit einem Tarnmuster daher, von Haus aus. Allerdings nur auf der Steuerbordseite. Auf der Backbordseite ist sie relativ kahl. Wir können sie natürlich auch nochmal mit zwei extra Tarnungen versehen. Wir haben hier Typ 1, Standard Flecktarn und Typ 2. Die gestreifte. Nicht ganz historisch, leider, aber immer noch ganz schön schick. Module ist hier relativ interessant. Wir haben hier 5 normale Module, wie bei jedem anderen Stufe 8 Schlachtschiff auch. Interessant hier ist Modul 2, die Feuerleitanlagenmodifikation 1. Wir verbessern hier nicht die Reichweite wie bei den Amerikanern, sondern wie bei den Japanern verbessern wir die Feuergenauigkeit der Hauptbatterie. So, bevor es mit der Tirpitz auf die Piste geht, werden wir sie ganz kurz mit der Amagi und der North Carolina vergleichen. Beides etablierte Schlachtschiffe auf Stufe 8. Die Überlebensfertigkeit bei der Tirpitz 69.300 Hitpoints, das ist einsame Spitze, hier machen die Deutschen keine halben Sachen.
Bei der Artillerie gehen die Deutschen ebenfalls andere Wege mit 38 cm Hauptkaliber. Das ist weit weniger als die der Amagi und der North Carolina. Das bedeutet auch, dass wir hier bei den AP-Granaten weniger Schaden machen, 11.300 im Vergleich zum Beispiel zur North Carolina mit 13.100. Dafür schießen wir schneller. Die Feuerrate mit 2,3 Schuss pro Minute ist extrem hoch. Das bedeutet, wir können dem Feind mehr Salven um die Ohren hauen als er uns. Die Dauer für eine Turmdrehung um 180 Grad beträgt nur 36 Sekunden. Das ist weit weniger als die anderen beiden und ist schon fast auf Kreuzerniveau. Außerdem haben wir eine maximale Streuung von 276 Meter. Das ist okay, nichts Weltbewegendes, guter Platz 2. Und die maximale Feuerreichweite beträgt 21,4 Kilometer, ebenfalls guter Platz 2. Aber kurzzeitig können wir sie erhöhen durch unser Flugzeug. Die Sekundärbatterie 10,5 und 15 cm kann sich ebenfalls sehen lassen, absolut tödlich im Bereich von 4,5 km. Wo wir gerade im Nahkampf sind, die liebe Tirpitz hat natürlich als einziges Schlachtschiff in World of Warships Torpedos. 6 km Reichweite, 4 Stück auf jeder Seite, 90 Sekunden Reload, 64 Knoten schnell, 13.700 Schaden. Das ist gutes Niveau, amerikanische Torpedos sind ganz, ganz ähnlich und für den Nahkampf absolut geeignet. Der große Nachteil dieser Tirpitz ist derzeit die Flakbewaffnung. Die Flugabwehr ist hier relativ schwach, es fehlen einige Geschütze, die im Laufe der Dienstzeit der Tirpitz hinzugefügt wurden und somit haben wir nur massig 20 mm für Nahbereich 2,1 km, ein paar 37 mm Geschütze für 3 km Reichweite und ein paar 10,5er für 5 km Reichweite. Hier empfiehlt es sich definitiv im Verband mit Flugabwehrkreuzern zu fahren, damit ihr sicher über die 7 Weltmeere kommt. Bei der Manövrierbarkeit macht die Tirpitz ebenfalls keine halben Sachen. 30,9 Knoten schnell, das ist das schnellste Schlachtschiff auf Stufe 8, da kommt keiner hinterher. Der Wendekreisradius ist guter Platz 2 mit 850 Metern und die Ruderstellzeit, also wie lange das Ruder von links nach rechts braucht, beträgt 20,9 Sekunden und ist damit extrem gut. Das bedeutet, dass die Tirpitz hier mit das schnellste, manövrierfähigste und ziemlich präziseste Schiff ist, was es derzeit gibt, also definitiv im Wettbewerb fähig mit den anderen mitzuhalten. Bei 16,4 Kilometern solltet ihr allerdings aufpassen, denn da werdet ihr gesichtet. Gut, dann gehen wir mal auf die Piste. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis gleich. Und da sind wir auch schon mitten in der Schlacht mit der einsamen Königin des Nordens. Und mal schauen, ob wir den ein oder anderen guten Treffer anbringen können. Und dabei natürlich selbst nicht draufgehen. Das ist ja immer Ziel der Sache. Na gut. Ich werde hier erstmal ein wenig nach links fahren und mir dort die Gegend ein wenig ansehen. Wir sind ziemlich schnell, müssen aufpassen, dass wir unseren Kreuzer nicht davonfahren. Das ist mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass die Kreuzer hinten rumgammeln und ich dann von den Flugzeugträgern zersiebt werde. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist auch wieder so typisch. Wir sind ja mit der Tirpitz unterwegs und wir haben zwei Flugzeugträger im Gegnerteam. Das bedeutet, wir werden gleich jede Menge Flugzeuge sehen, weil irgendwie haben die was gegen die Tirpitz und ich weiß gar nicht wieso. Gut, die Hälfte unserer Flotte fährt nach rechts, die andere Hälfte steht nur rum. Ich werde noch ein bisschen abwarten. Kann eventuell sein, dass wir uns gleich umentscheiden und mit nach rechts fahren. Und ja, das sieht wirklich danach aus, als wenn wir hier nicht die linke Flanke nehmen, sondern die rechte. Ich werde einen Teufel tun und mich gegen meine Kreuzer stellen. Wie gesagt, zwei Flugzeugträger im Gegnerteam kann bedeuten, dass wir gleich jede Menge Besuch kriegen. So. Was man natürlich machen kann, wir können so nah wie möglich an die große Insel hinanfahren und dann eventuell den ein oder anderen Bomber damit ablenken. Mal gucken. Ich bin noch unschlüssig. Fahre ich nun nach rechts mit dem Rest der Flotte mit und stehe da eigentlich nur doof rum? Oder halte ich hier links mit meinen Kreuzern mit und den beiden Zerstörern? Was eigentlich das Interessantere wäre, finde ich zumindest. Ja, zumal auch da drüben die Flugzeuge kommen. Dann drehe ich jetzt ab und werde jetzt schön mit nach links fahren. Auf dass wir hier eine schöne letzte Schlacht sehen.
So, was haben wir da drüben? New Mexico, Otago. Okay. North Carolina. Dann kriegen wir hier höchstes Diffuso, wenn die da drüben schon gesichtet wurde. Und jede Menge Kleinkram. Okay. Dürfte interessant werden. Wie gesagt, wir haben Torpedos für die Nahkampfverteidigung. Und ihr seht schon, wie schön dieser Winkel ist, womit wir unsere Torpedos abschießen können. Zwar nur 6 Kilometer Reichweite, aber es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Auf der anderen Seite das Gleiche. Ja, kann ich also nur empfehlen, die Torpedos mal auszuprobieren. Oh nein. Das meinte ich. Wo sind meine Kreuzer? Kreuzer, kommt her. Komm, 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 komm. Oh Gott, da kommen schon die ersten Torpedos. Den können wir noch ausweichen. Bei denen wird es schwieriger. Einer wird es treffen. Nicht ins Ruder, nicht ins Ruder. Alles gut. So, das meinte ich. Wir sind definitiv immer das erste Ziel eines jeden verdammten Flugzeugträgers auf dem Feld. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich zu weit von meinen Kreuzern entfernt habe, die aber auch überhaupt keine Anstalten machen, zurückzukommen. Und da kommen schon die nächsten Plagegeister. Sturzkampfbomber. So, einer weniger. Ich glaube, auch der andere kommt nicht mehr nach Hause. Hat erstmal daneben geworfen. Das ist sehr gut. Und die haben natürlich getroffen. Jetzt brennen wir erstmal eine Runde. Ah. So. 5 Flugzeuge haben wir abgeschossen. Na, das war's wert. Und die ganze verdammte gegnerische Flotte steht auf der anderen Seite. Dann sollten wir uns doch damit einmischen, oder? Ach, wie man es macht, macht man es verkehrt. Also wir sind definitiv schnell genug, um mit nach vorne zu kommen, mit unseren Zerstörern und Kreuzern und dann eine neue Flanke aufzumachen. Was man allerdings auch machen kann, wir können jetzt einfach mal durch die Mitte rauschen und dann dort eine Flanke eröffnen. Und genau das werde ich jetzt einfach mal tun. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Werden wir gleich sehen. So, jetzt haben wir auch endlich mal aufgehört zu brennen, haben kaum Schaden genommen. Das ist jetzt noch verträglich, aber es war klar, dass das passiert. Der erste Angriff geht immer auf die Tirpitz. Da habe ich da schon wieder Flugzeuge gesehen. Gut, noch nicht viel gemacht. 6 Flugzeuge abgeschossen. Und das mit dem Schlachtschiff. Okay. Und wir werden uns jetzt in unsere Heimat begehen. Ein Fjord auseinander. Was haben wir da? Ein Atlanta. Das gefällt mir. Die macht genau das, was ich machen wollte. Nur ist sie sehr viel schneller. Das heißt, wir können sie hier vorne schön erwarten. 8,7 Kilometer ist sie entfernt. Sie hat natürlich Torpedos, müssen wir aufpassen. Allerdings sind deren Reichweite auch extrem begrenzt. Das Schöne ist jetzt, dass die Türme hinten relativ schnell eindrehen. Das heißt, wir können hier gleich nochmal eine schöne Breitseite abdrücken. Oh, nicht gegen die Wand fahren. Hallo Atlanta. Das ist jetzt schlecht. Jetzt bin ich natürlich exakt gegen die Wand gefahren und das wollte ich nicht. Und wir werden jetzt einfach mal eine Torpedosalve abdrücken. Der wird nämlich ziemlich nah rankommen hier. Und den haben wir ganz gut auseinandergenommen. Aber er nervt uns gerade auch ganz schön. Zumal er abgedreht ist und unseren Torpedos ausgewichen ist. Oh, das ist fies. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt wird er nämlich gleich Torpedos abwerfen. Und wir werden ihn nochmal mit HE behaken. Da kommt ja noch was durch. So, der ist raus. Ich bin mir nicht sicher, ob er Torpedos abgeworfen hat. Ja, hat er. Aber wir geben jetzt nochmal Gas. Komm, Tirpitz, gib alles. Ein Torpedo. Hält direkt auf uns zu. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Los. Mist. Und nach links lenken. Vielleicht kriegen wir das Heck noch aus der Stussbahn. Mann, das ist knapp. Aber da kommen schon die nächsten Plagegeister. Ach komm. Also langsam. Ne? Wir sind hier irgendwie gerade nur am Ausweichen von irgendwelchen Torpedofliegern. Und kein verdammter Kreuzer ist in Sicht und macht seinen Job, uns hier ein wenig zu unterstützen.
Ja, das war nix. Aber der hintere wird uns treffen. Ja. Natürlich ist unser Ruder am Eimer. Ich musste reparieren, sonst hätte ich hier nämlich nicht mehr ausweichen können. Ruderstellzeit ist wie gesagt bei 20 Sekunden. Das ist nicht immer gut. Aber angenehmer als zum Beispiel jetzt mit einer Amagi. Und hier wird uns einer treffen. Hat aber nur mäßigen Schaden verursacht. Und wir haben einen weiteren Flieger abgeschossen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint uns die gegnerische Flugzeugflotte absolut nicht zu mögen. Ich habe denen überhaupt nichts getan. Geben wir hier mal ein Prioritätsziel. Der versucht uns jetzt nämlich gerade von vorne anzugreifen. Da ist es nur noch einer. Und auch der kommt wahrscheinlich nicht mehr nach Hause. Ja, das war's. Das habt ihr nun davon, wenn ihr euch mit der Türpitz anlegt. Gut, also wir haben schon 11 Flugzeuge abgeschossen. Eine verdammte Atlanta zerlegt. Mit HE. Da fällt mir ein, ich muss noch umwechseln. Ich habe meinen Plan übrigens über den Haufen geworfen, da durch die Mitte zu fahren, denn dort ist nichts mehr. Wir haben uns irgendwie die ganze Zeit nur hier in der Gegend rumgetrieben, macht aber nichts. Und auch hier kommen die nächsten Flugzeuge. Und die lassen wir auch nicht mehr nach Hause. Los, schießt die mal bitte ab. Da kommen schon die nächsten, guckt euch das an. So. Das Interessante ist, wir haben 3 Schiffe im gegnerischen Cap und der Flugzeugträger fliegt trotzdem weiter auf mich drauf. Also, das meinte ich mit, wir werden sehr viel Besuch kriegen. Das ist völlig normal, ich weiß nicht warum, aber jeder verdammte Flugzeugträger will eine Türpitz versenken. Das ist irgendwie bei denen eingebaut. Das liegt denen in den Genen, macht aber nichts. Ich hätte euch gerne mal ein schönes Gefecht Schlachtschiff gegen Schlachtschiff gezeigt, aber dem war hier leider nicht möglich. Doch, vielleicht, da kommt noch eine Atago. Die könnten wir eventuell kriegen, müssen wir aber ganz schön vorhalten. Die sind nämlich schnell, die Dinger. Oh, haben wir nicht weit genug vorgehalten. Sehr schade. Vielleicht doch. Nur ein kleiner Streichschuss. Schade. Gut, jetzt dreht er ab und da haben wir noch eine Atago. Und die kann uns mit Torpedos behaken. Oh, da ist es schon vorbei. Aber ich würde sagen, wir hängen einfach gleich nochmal eine Runde dran, damit ihr auch mal einen anderen Eindruck kriegt, als den der heiß begehrten Türpitz. Ja, wir haben 262.811 Credits gemacht. Das war vollkommen okay. Von den XP her sind wir auf Platz 2, obwohl wir einfach gar nichts gemacht haben eigentlich. Nur 19.000 Damage mit AP und 6.300 mit HE. Ja, aber von den 262.000 können wir 225.000 mit nach Hause nehmen. Das ist sehr, sehr angenehm. Also, wir haben hier definitiv sehr viele Möglichkeiten, um Credits zu machen. Und ich hoffe, wir können jetzt nochmal eine ordentliche Runde dranhängen mit der Türpitz. Und da sind wir zurück mit unserer Türpitz auf der gleichen Map. Zwei Brüder. Diesmal geht es in Richtung A. Mal gucken, ob ich da den einen oder anderen Gegner finde. Letzte Runde. Bin ich ja nur ein bisschen im Kreis gefahren. Ach, und wir haben schon wieder 2 Flugzeugträger im Gegnerteam. Und ich weiß schon, wen sie sich aussuchen werden. So, ich hoffe, der ein oder andere Kreuzer kommt mit mir. Sonst haben wir gleich ein Problem. Es sieht nicht danach aus. Guckt euch das an. Die Mogami fährt extra vor mir weg. Und die anderen fahren alle in Richtung B. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch keine Lust auf A zu fahren. Denn ohne Kreuzer werde ich mich in einem flugzeugverseuchten Gebiet nicht einem Punkt nähern. Das muss echt nicht sein. Gut. Dann gucken wir uns das Ganze mal von hier an. Vielleicht können wir den ein oder anderen Schuss hier nochmal abgeben. Wir kriegen nur Support von der North Carolina. Das ist nicht hilfreich. Ich hätte gerne den ein oder anderen Kreuzer hier gehabt. Aber Kreuzer
Vista ja selbst sind nicht die Ersten, wenn es darum geht, Flugzeuge abzuschießen. Die meisten rennen davor weg, ignorieren das oder sonstiges, weil sie ja selbst nicht Ziel davon werden. Oder selten. Ach ja. So, aber wie gesagt, ich mag nicht alleine vor. Das geht nicht gut. Deshalb nichts wie weg hier. So, Punkt D haben unsere Zerstörer eingenommen, das ist gut. Und jetzt kommen die Kreuzer so langsam in Fahrt. Aber auch nur einer. Die Atago hat auch immer noch keine Lust. Deshalb nochmal zurück. Gut, bin ich mal gespannt, für welche Ziele sich die gegnerischen Flugzeugträger interessieren werden. Für die North Carolina oder für mich? Unser Flugzeugträger bereitet dort einen Großangriff vor, ihr seht's. Und stößt dort natürlich auch auf die gegnerischen Flugzeuge. Oh, das ist übel. Währenddessen können wir hier schon mal einzielen und die Mogami gleich beschießen, wenn ich sie dann treffe. Die ist auf 13,6 Kilometer, sieht also ganz gut aus, dass wir sie treffen. Denn die Tirpitz hat eine ziemlich hohe Streuung auf über 15 Kilometer. Da kann schon mal eine ganze Salve einfach mal links und rechts am gegnerischen Schiff vorbeigehen. Aber das sieht ganz gut aus. Oh, nur 3 Treffer. Wir wissen leider nicht, wie viel Schaden wir gemacht haben, aber die nächste Salve geht dann wohl in die Amagi. Damit kann ich auch leben. Ungefähr hier. Knapp an der Geografie vorbei und mal gucken, ob wir hier den einen oder anderen Treffer setzen können. Ja, sieht gut aus. Oh, schön. Nur 2 Treffer, der Rest war Abpraller und Streifschüsse und hier kommt einiges. Oh Gott. Als ob wir in einen Wespennest gestochen hätten und wir mit der Tirpitz hier ganz vorne dabei, gefällt mir jetzt nicht so. Wir kriegen auch schon die ersten Schüsse in das Heck. So, liebste Mogami. Hier nochmal eine schöne Breitseite für dich. Und dann drehen wir doch mal ab. Denn die ganze verdammte gegnerische Flotte ist hier auf A versammelt. Und egal wie stark unsere Panzerung auch ist, so viele Schiffe tun uns irgendwann weh. Davon kann man ausgehen. So. Deswegen räumen wir hier mal ein wenig das Feld. Das waren 5 Treffer, aber wenig Schaden. Ja, mit Zitadellen habe ich es heute nicht so. Gut, sitzen wir gleich nochmal nach. Unsere Hecktürme sind ja noch im Einsatz. Die Fronttürme müssen sich erst nochmal knapp 30 Sekunden drehen. Was aber ziemlich schnell ist für ein Schlachtschiff. Sehr angenehm. Dazu noch die sehr, sehr gute Manövrierfähigkeit. Also bisher hat mir die Tirpitz echt jede Menge Spaß bereitet. Das Einzige, was mich halt ärgert, sind die gegnerischen Flugzeugträger, die echt viel Spaß daran haben, anscheinend auf Tirpitz-Jagd zu gehen. Das werden wir vielleicht noch sehen. Beziehungsweise haben wir ja schon gesehen. Aber auch hier werden wir das noch sehen. So, liebste Cleveland. Wir fliegen mit der Taste Z. Gucken wir uns mal an, was unsere Geschütze denn da so fabriziert haben. Ein kleiner Treffer. Für 3000. Dicke Delle, mehr nicht. So, da haben wir eine Amagi. Die leider nicht mehr aufgeht. Und die wir auch komplett verfehlt haben. Oh, das ist ärgerlich. Das passiert nicht oft, dass man eine Amagi verfehlt. So, wir haben aber die Gegner hier ganz schön in die Flucht geschlagen. Auch wenn wir uns gerade ebenfalls auf dem Rückzug befinden. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Denn, wie gesagt, die Tirpitz ist verdammt manövrierfähig. Und genau das setzen wir jetzt ein. Und drehen nochmal ein kleines Häkchen.
So. Aber zuvor drücken wir nochmal zwei Schuss auf die Atago. Beziehungsweise eine volle Breitseite, weil sich unsere Türme noch schnell genug gedreht haben. Gucken, ob ich weit genug vorgehalten habe. Sieht nicht so aus. Sehr schade. Ach, das mit dem Vorhalten muss ich noch lernen. Aber es ist wirklich so, jedes Schlachtschiff ist anders. Wenn man von einer Fuso auf eine Tirpitz umsteigt oder von einer South Carolina auf eine Amagi, muss man erstmal sich neu reinfinden, denn jedes Kaliber, jedes Schiff ist anders vom Vorhaltewinkel, von der Abweichung und von der Geschwindigkeit der Granaten. Das wird nichts. Deswegen sollte man sich für ein Schiff auch viel Zeit nehmen und immer wieder spielen, bis man ungefähr raus hat, wie weit man vorhalten muss. Und die Tirpitz habe ich halt noch nicht lange, ist klar. Die hat mir Wargaming erst diese Woche zur Verfügung gestellt. Ich habe noch nicht so viel Zeit mit ihr verbringen können. Ja, der wackelt aber ganz schön. Ja, nicht viel Glück heute. Sehr schade. Aber gut, gehen wir doch mal ein bisschen näher ran. Jetzt, wo die ganzen Schiffe mit Torpedos alle weg sind, können wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Raum gewinnen hier. Auch wenn das immer noch verdammt viele Schiffe sind. Irgendwie geht ja von denen nichts zu Bruch. Liegt vielleicht auch unter anderem daran, dass ich einfach zu doof bin zum Zielen. So, vor der Atago müssen wir uns acht nehmen. 2 Kilometer noch, bis sie ihre Torpedos los wird. Ne, dreht ab. Dann hat sie sie wahrscheinlich schon geworfen. Ach, das verzieht sich alles. Dann schießen wir weiter auf die Amagi, war ein schönes Ziel. Auch wenn sie uns dummerweise... Oh, nein, 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 sie dreht. Das ist gut, das ist sehr gut. Komm, dreh weiter, dreh weiter. Ja, das wollen wir sehen. So, schöne Breitseite. Und nicht mal schlecht. Leider zu hoch gezielt. Sehr schade. Durch das Nadelöhr hier. Und dann hauen wir doch mal ein paar Schüsse in die liebe New Orleans. Das mag die nämlich, habe ich gehört. So. Ach, verfehlt. Das passiert derzeit gerade viel zu häufig, auch auf geringe Entfernung. Und irgendwie zieht sich hier alles zurück. Das ist nicht gut. Die ganze gegnerische Flotte ist jetzt hier bereits im Angriff. Deswegen machen wir es unseren Teamkameraden gleich und drehen ein wenig ab. 23 Hits haben wir schon. Wir haben sonst nichts kaputt gemacht oder angerichtet. Sehr, sehr schade. Die New Orleans könnten wir eigentlich mal torpedieren, aber 0,5 Kilometer. Uah. Oh, verdammt. Das ist jetzt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe die doofe Insel übersehen. Ach, Moe. Überhaupt nicht gut. Jetzt müssen wir erst doof in den Rückwärtsgang das verdammte Schiff drehen und dann nochmal Gas geben. Oh Gott. Das ist alles wegen einem Fahrfehler. Könnte jetzt gleich zu Ende sein mit unserer Tirpitz. Oh. Das ist eine doofe Insel, die man den hat. Sehr ärgerlich. So, barrieren geht leider noch nicht. Was zum Teufel? Achso, weil wir noch HE drin hatten. Warum hatten wir HE? Ah, ja. Weil ich mich mal wieder verdrückt habe. Oh Gott. Verdrückt und verfahren. Also, das sind so zwei Sachen, die sollte man sich echt nicht leisten in einer Tirpitz. Das kann echt gefährlich sein. Vor allem, wenn die ganze verdammte gegnerische Flotte gegenübersteht und auf einen schießt. Ah ja.
mit dann mal live beim Fail dabei. Schade, nichts kommt hier näher als 6 Kilometer ran. Wir können nichts torpedieren. Das hat sich anscheinend rumgesprochen, dass man einer Tirpitz doch nicht allzu nahe kommen sollte. Und jetzt haben wir aber eingesteckt da. Gut. Wenigstens sind wir jetzt erstmal fast in Sicherheit. Das ist schon mal ein bisschen angenehmer. So, liebste New Orleans, ich habe gehört, du möchtest auch noch mal eine kleine Breitseite. Ja, ich sehe schon, die haben noch nicht viele Schiffe verloren. Schön, dass wir hier wenigstens behilflich sein konnten. Und alter Schwede, hat die uns gerade eben eine verpasst. Das war unschön. So, machen wir mal, dass wir wegkommen hier vor der Amagi. Wir sind ein klein wenig schneller als sie. Ich mag dieses quietschende Geräusch nicht. Das bedeutet immer, ich habe nicht ordentlich getroffen. So, aber wir haben hier eine Cleveland vor der Nase und die möchte doch gerne als nächstes gestreichelt werden mit unseren 38 cm Geschützen. Kurz kontrollieren, ob nicht ja wieder ein bisschen Geografie im Weg ist und dann gute Nacht. Oh, fast. So, da ist sie raus. Wir sind mittlerweile wieder in Führung gegangen und werden jetzt auch gleich trotz Fahrfehler die Schlacht gewinnen. Also ich muss schon sagen, die Tirpitz hält wirklich einiges aus. Es kann mal passieren, dass die Zitadelle getroffen wird. Das ist aber völlig normal. Aber das war bisher selten der Grund, warum ich gestorben bin. Weil entweder es war ein Fahrfehler oder es war ein Flugzeugträger. Ganz, ganz selten war ich der Erste, der gestorben ist durch irgendwie gegnerisches Feuer. Und die Amagi, da macht's richtig, zeigt mir schon wieder ihren Bug. Da wollen wir nicht schießen. Da, jetzt dreht sie sich nochmal. Oh, nicht schon wieder Flugzeuge. Das kennen wir schon und das wollen wir nicht. So. Ich werde jetzt nochmal in den Nahkampf gehen. Einfach nur, damit wir hier noch ein bisschen was sehen. Die Amagi rennt allerdings gerade vor mir davon. Ihr sitzt. Und da kommen schon die nächsten Torpedobomber. Die Nagato will ich gerade gar nicht schießen. Weil wenn wir es jetzt schaffen, die Amagi hier ordentlich zu treffen... Und die haut schon wieder ab, das gibt's doch nicht. Und dann haben wir die Schlacht für uns entschieden. Ja, da ist sie raus. Gut, wir haben diesmal 308.000 Credits gemacht. Und rein von den XP her sind wir nur im oberen Drittel. Wir haben 73.000 Schaden gemacht, 726 durch HE, weil ich mich aus Versehen verklickt hatte. Aber gut, das gehört dazu. Verfahren und Verklicken, alles dabei. Von den 308.000 können wir 234.000 mit nach Hause nehmen. Also auch hier wieder sehr, sehr schön viel Credits gemacht. Und das soll es dann erstmal zur Tirpitz gewesen sein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.